Schauplatz Ginnheimer Wäldchen am letzten Samstag. Frankfurt Pirates gegen Frankfurt Universe hieß die Paarung der Lokalrivalen in der Regionalliga des American Football. Die mit Spannung erwartete Begegnung war vor allem für die Universe, den Nachfolger der einst in Frankfurt tätigen Galaxy, eine Herausforderung. Am Anfang war es, glaube ich, eine verrückte Idee, den Galaxy-Idee am Leben zu erhalten. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen und mit einer eigenen Identität. Und so viele Leute, wie seit Anfang an dabei sind, bevor es ein Team gab, gab es 500 Mitglieder im Verein. Bevor es ein Team gab, gab es 250 Leute beim ersten Tryout. Also das hat sich alles gut entwickelt seitdem. Der Hype ist da und wird jedes Jahr ausgebaut und ich bin froh, dass ich dabei bin. Vieles im Umfeld der Heimspiele von Universe erinnert noch an den Vorgänger. Amerikanisches Flair, Kinderbetreuung, die obligatorische Pre-Game-Show, ein Event rund um den Sport, das wieder knapp 1700 Zuschauer ins Stadion zog. Auch den Sportdezernenten Markus Frank, der den Cointos vor Spielbeginn durchführte. Der Gastgeber zu Beginn dann mit furiosem Auftakt. Kaum 2 Minuten waren gespielt, da erzielte Patrick Hähnel die Führung für die Hausherren. Ein schöner Lauf über die linke Seite, unberührt und vorbei an den Verteidigern der Pirates. Nach zwischenzeitlichem Ausgleich gingen dann die Lilanen erneut in Führung durch einen Laufspielzug von Nationalspieler Randall Payne. Vieles sah nach der Fortführung der Siegesserie des AFC aus, der vor Beginn des Spiels den bisher besten Angriff der gesamten Liga aufs Feld schicken konnte. Doch die Pirates hatten mit Clarkson Pearl den mit Abstand besten Mann auf dem Feld. Der Quarterback der Gelben mit dem Pass auf Lee Fitzgerald und der auf und davon. Universe 13, Pirates 14 und damit die erste Führung der Gäste. Danach lief bei Universe gar nichts mehr und Pearl dirigierte seine Offense von einem Touchdown zum nächsten. Diesmal der pfeilschnelle Fred Liebner entlang an der Sideline über das gesamte Spielfeld zur 21:13 Führung der Piraten. Nach der Halbzeit blieb die erwartete Gegenwehr der Lilanen weiterhin aus und Clarkson Pearl bestimmte scheinbar unangefochten das Geschehen. Der Spielmacher mit Übersicht und präzisem Pass auf Thomas Cobb und die Pirates bauten die Führung weiter aus. In der letzten Minute dann noch Ergebniskosmetik. Johannes Stolz, der Quarterback, der Gastgeber mit schönem Pass auf Tim Kolocek. Doch die Niederlage war dadurch nicht mehr abzuwenden. Endstand 41:20 für die Frankfurt Pirates und das bedeutete gleichzeitig den Gewinn des Stadtpokals. Die Ambitionen des AFC damit vorerst einmal deutlich gedämpft, während die Frankfurt Pirates mit 3 Siegen und ohne Niederlage einen Start nach Maß in die Regionalligasaison 2010 hinlegen.